Clement, Saiki und Amazone. Was sich im ersten Moment nach den Vornamen von Hollywood-Stars anhört, sind in Wirklichkeit die drei Völker, die sich im Spiel die Völker bekriegen. Das Spiel ist im Kern ein Strategiespiel mit starkem Aspekt auf die Kriegsführung. Der Anfang ist dabei oft gleich. Wir haben ein Stadtzentrum, einen Baumeister und zwei Träger. Mit Hilfe des Baumenüs setzen wir unsere Gebäude in die Landschaft. Den Rest erledigen unsere Leute automatisch, sprich der Baumeister errichtet das Gebäude und die Träger bringen die notwendigen Ressourcen heran. Wir können jeden unserer Leute natürlich auch selbst steuern, was aber nur selten notwendig ist, nämlich nur dann, wenn wir unseren Holzfällern, Steinmetzen und Jägern ihr erstes Ziel zuweisen. Einmal geklickt, suchen sie in einem gewissen Radius selbstständig nach weiteren Ressourcen. So bleibt das Spiel immer recht komfortabel in der Bedienung. Natürlich reichen Holz, Stein und Nahrung allein für einen Krieg nicht aus. Wir müssen Forschung betreiben, um weitere Gebäude und Einheiten freizuschalten. Hier kommt unser Budget ins Spiel, denn wir müssen unser Forschungsgeld manuell verteilen. Mehr Kohle gibt's durch mehr Bürger. Da unsere Gebäude aber permanent Unterhalt kosten, müssen wir oft abwägen, wie viel Geld wir tatsächlich in die Forschung pumpen wollen. Wenig Budget für unseren Gelehrten bedeutet im schlimmsten Fall technologischen Rückstand und somit einen gravierenden Nachteil. Andererseits hilft es uns auch nichts, alle Einheiten freigeschaltet zu haben, wenn wir sie uns dann nicht leisten können. Wie der Computer dieses Problem umgeht, zeigt er uns hier mal schön vor. Da die Kaserne ewig braucht, um erforscht zu werden, vernichtet er uns hier einfach mal mit seinen Jägern, die eigentlich nur für die Nahrungsbeschaffung zuständig sind. Mit Hilfe unserer Botschaft können wir natürlich Waffenstillstand und Frieden vereinbaren. Der Computer bricht diese Abkommen aber ganz gerne mal, wenn er uns militärisch überlegen ist. Wichtig ist auch unsere Stadtgrenze, über die wir nicht drüber bauen können. Wir können unseren Einflussbereich entweder mit teuren Außenposten erweitern oder gleich eine neue Stadt gründen. Aber zurück zum zivilen Leben. Mit steigender Anzahl Bürger wollen die natürlich auch unterhalten werden. Bei den Saiki hier, meinem Lieblingsvolk, geht es unter anderem durch eine Orgiengrube. Die kostet uns aber ziemlich teuren Unterhalt und natürlich muss auch einer unserer Bürger das Ding am Laufen halten. Fragt mich aber bitte nicht wie. Die drei Völker unterscheiden sich großteils nur in der Optik und den Namen der Gebäude. Wer sich hier vielschichtige Vor- und Nachteile erhofft, der hat Pech. Das ist aber gar nicht mal so wild, da das Spiel für mich persönlich einen großartigen Charme versprüht. Deshalb finde ich es auch recht schade, dass es bisher noch kein einziges komplettes deutsches Let's Play dazu gab. Denn natürlich gibt es auch Missionen, die man erfüllen muss. Großartige Zwischensequenzen und Skriptereignisse sollte man sich dabei zwar nicht erwarten, aber es macht abseits der ewigen Bekriegerei Spaß, auch mal andere Ziele zu haben. Für mich persönlich ein großartiges Spiel als Kind, mittlerweile aber der modernen Konkurrenz hoffnungslos unterlegen. Der zweite Teil war an einigen Stellen sinnvoll erweitert und hat einfach mehr motiviert, auch wenn die komplett indirekte Bedienung ab und an ein gewisses Ärgernis war. Nichtsdestotrotz, für eine kleine Runde zwischendurch immer noch nett, das Spiel läuft übrigens problemlos unter Windows 7. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses Mal von euch und sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Eine Stadt wird angegriffen.